Glücklicherweise sind die alle sehr langsam. Ja, was macht ihr jetzt, hä? Oh. Ich gehe dann mal, ne? Tschüss. Halli, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2, Folge 55. Wir sind nah am Ende dieses Spiels angelangt. Wir sind quasi jetzt auf der Suche nach Levan, die hier sich in die, ich glaube, Zuflucht der Renegades reinkämpfen wollte, um da Franks Tod zu rächen. Shit. Und wir wollen versuchen, sie daran zu hindern, weil wir mit Jack, Matt zusammen einen anscheinend besseren Plan haben, um da reinzukommen. So zumindest meint Jack, Matt. Während ich hier wieder mal meine... Gott, wie heißt es nochmal? Ich komme gerade nicht aufs Wort. God damn it. Ich komme nicht auf. Egal. Gut, Jack Matt hat anscheinend einen besseren Plan. Wir sollen uns anhand eines Fahrers, der sich hier ein bisschen besser auskennt, in das... Wait for me there. Hang back and don't go after the butcher until I get there. You hear me? Danke, dass du mich ausreden lässt. Jetzt habe ich auch noch einen Faden verloren, Mensch. Genau, wir sollen uns mit einem Fahrer treffen, der angeblich zu den Renegades gehört und uns da reinschaffen möchte oder versucht, uns da reinzubringen. Wir werden sehen, ob das wirklich klappt. Hat gut funktioniert. Mensch. Es hat sogar geklappt. Ich bin arg überrascht. Ich hätte gedacht, ich verkack das. Advancing the main story beyond this point will trigger the epilogue. Make sure to complete any unfinished business in the city before continuing. Ich glaube, wir sind soweit. I need to get there somehow. Hey, an intruder. Nein, ich bin kein Intruder. Ich bin dein Tod. Oh. Gehen wir mal, ne? Shit. I have to get out of here. Aber was bauen die denn auch für schlechte Böden, ey? Das ist ja gar nicht gut. Volatile Gegner. Ich glaube, da bringt auch Kämpfen nichts. Da hilft auch Wildrut nicht mehr. Da ist Wildrut am Ende ihrer Kräfte angelangt. Meine Wegfindungsschwierigkeiten sind das auch. Sollte den gelben Sachen folgen. Glücklicherweise sind die alle sehr langsam. Ja, was macht ihr jetzt, hä? Oh. Ich gehe dann mal, ne? Tschüss. Gut, dass niemand die Funzel hier gesehen hat. Ach komm, ganz ehrlich. Tod! You're done. Ja. Ich
kann nicht noch mehr ausweichen, ganz ehrlich. Ich behaupte jetzt einfach, dass ich ausgewichen bin. Da ist ja noch Loot. I want the loot. Okay. Nun lass mal hier durch, würde ich sagen. Open. Ich bin echt gespannt, was auch jetzt mit mir passiert ist. Ich hoffe, wir finden da jetzt was raus. Also ich meine, man kann schon mal relativ sicher sagen, dass sie nicht irgendwie am Leben sein wird. Ich meine, das wäre ja der größte Plot-Twist überhaupt. Ja. Wow, ein Feuerspucker. Wow, was ist denn noch einer? Ach, da drüben, Bogenschütze. Noch mehr Bogenschützen. Yes! Goodbye! Ach nee, du sollst dich mal nicht festhalten. Dankeschön. Der hat doch 99 Münzen. Naja, danke für gar nichts. Liegt da noch Loot? Nee. Doch! Haha! Natürlich liegt hier noch Loot. Findet jedenfalls sehr viel Medizin. Oh, eine Cutscene! Get away from me! Get out of here! Take me into the stronghold. You? Are you crazy? Just drive. Was ist das für ein beschissener Fahrer, ganz ehrlich? Warum durfte ich nie Auto fahren? Everything is okay. I'm here, bitches. What's up? You probably want to know what took so long. You on the road? You no, are? Not really. I kinda, because be right there. It's all good. Just don't screw up the password again. This time, we'll blow your head off. Sweet. Love you too. Why do we only have idiots working for us? What's the password? Three horns. No, wait. Four. No, three. 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 Yeah, that's it. You better get it right. Wird's mit Sicherheit nie sein. Three. Three times for sure. Fuck. Maybe it was four? Four! I'm gonna die over one fucking horn! That was close, huh? Now listen, Steve, don't try to warn anyone I'm here. Weißt du nicht, dass sie dich da auf dem Vordersitz irgendwie sehen können? I mean... Okay, then. Lay low. Don't make me come back to hurt you. Understood? Yeah, man.
That's me, lowest of the low. Sind das jetzt wirklich die Renegades? Habe ich da was falsch verstanden? Weil das sieht mir jetzt ein bisschen friedlich aus dafür, dass es angeblich ja Renegades sein sollen. Ist ja weird. Wie gesagt, möglicherweise habe ich das aber auch ein bisschen verpeilt. Ich mache mir das Licht aus. Ah, klingt aber wie ein Renegade. Sag mal. Kann ich noch machen? Ja, aber warum bist du da jetzt nicht hochgesprungen? Würde ich schon sagen, danke. Nein, du siehst mich nicht. Ihr seht mich alle nicht. Ich bin ein Phantom. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Schatten. So, aber wir töten hier. Ich glaube, ich weiß nicht, habe ich den jetzt umgebracht? Ja, ich glaube schon. Naja, hätte ich auch ein Messer reinjagen können. Naja. Apropos Messer, haben wir denn da eigentlich noch welche? Nee. Kann ich ja hier auch mal wieder machen. Jetzt kann ich hier ja auch ein bisschen was davon mal verwenden. Das reicht fürs Erste. Immunity Regenerationsbooster. Vielleicht sollte ich die auch mal machen. Hab ich aber eigentlich sowieso schon alle. Ah! Shit! What's going on here? How'd someone get the drop on you? Ein Glück sind die hier alle blind. Wo muss ich denn eigentlich hin? Vermute mal irgendwie hoch. Es ist sehr ruhig. Da hätte ich vielleicht mal gucken können. Ich sollte vielleicht darüber und nicht hier hin. Wie komme ich denn da hin? Now that's the question. Da muss ich. Ah. You fucking serious? Something's wrong here. Hat nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich die Zipline nehmen. Wie ihr euch vermutlich denken könnt, aber wie gesagt, die sind blind und ziemlich begriffsstutzig. Jetzt kann ich mich hier hin. Hier komme ich auf alle Fälle erstmal zumindest hoch. Genau wie hier. So, habe ich eigentlich einen Skill? Nee, oder? Doch, ich habe ein Parkour-Punkt. Nee, das brauche ich nicht. Genau. Bisschen schneller klettern. Das ist ganz gut. Das kann nie schaden. Ja, ja. Something funky. Es wirklich ist. Ich stelle mich ja schon maximal blöd an, muss ich sagen. Also maximal blöd. Gute Nacht. Oh.
Ich habe natürlich keine Ahnung, wo ich jetzt... Ich muss eigentlich... Hier kann ich ja gar nichts machen. Warum bin ich hier? Also, irgendwie... ich nicht den richtigen Fokus. Wo muss ich denn jetzt? Wow! Wie komme ich jetzt an denen vorbei? Es waren nochmal zwei, oder? Ja! Wofür habe ich denn? Habe ich den nicht geskillt oder was? Ah. Habe ich das nicht geskillt? Habe ich das gelassen? Dass ich von oben auf jemanden draufspringen kann. Genau, Smash Enemies. Ah, okay, ich muss X drücken. Vorher. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Das nervt mich gerade am meisten. Ich meine, dass die Gegner mich hier angreifen. Ich meine, ich habe es wirklich verdient, hier entdeckt zu werden. Das muss ich wirklich sagen, aber du könntest hier mal... was zur Hölle machst du? Ich hab's geschafft! Bin hier drin! Und ich wurde fast nicht entdeckt. Ah! Okay, ich glaube, ich werde kämpfen müssen. Ich zeige euch mal, was Wildtrud alles kann. So, war's das? Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit geschlichen? Ich hätte die alle auseinandernehmen können. Nicht total unnötig. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Sieht jedenfalls richtiger aus, aber... ah, warte mal, hier liegt was. Ein Item. The Kill Order. Locked from the inside. Are you kidding me? Locked from the inside. Ich schätze mal, vielleicht muss ich da irgendwie hin, aber ach Mann, das nervt mich schon wieder. Ich finde hier nichts. Ich bin so ein Spieler, ich brauche offensichtlich irgendwelche Markierungen auf der Karte, die mir sagen, genau dahin musst du gehen. Das ist der Weg, den du dir suchen musst. Sonst kann ich das einfach nicht. So, also das ist zumindest schon richtig. Also hier drin muss ich auf jeden Fall den Weg finden. So, das ist ein Anfang. Bin ich doch schon mal weiter vorangeschritten. So, vielleicht muss ich aber auch woanders rein. Na, hier ist nichts. Hier komme ich auch nicht rein. Die Tür ist zu, das ist, da komme ich nicht durch. Nee.
gedacht, dass ich vielleicht so irgendwie reinkomme in die... Vielleicht muss ich ja von oben irgendwo doch reingehen. Who knows? Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, ich bin hier schon vollkommen richtig. Ja, komm. Ja. Also, das ist wirklich ein bisschen... Ach, vielleicht darüber. Guck mal an. Ich kann hier sicherlich mal runterplumpsen. Ja, du darfst. Oh, guck mal an. Das kann ich übrigens noch aufmachen. Also zumindest habe ich Loot gefunden. So, jetzt bin ich auf jeden Fall hier schon mal richtig. So, den habe ich zerteilt. Hab's geschafft. Ja. Wie du halt nicht gestorben bist. Unrealistisch. Okay, ich muss nochmal lockpicken. Ah. Ich glaube, es wird halt ein bisschen... Ein klein wenig eine längere Folge. Ich weiß nicht, wie lang die Quest noch geht. Ob ich überhaupt das Ende der Quest in diese Folge packen kann. Oder ob noch eine weitere folgen muss. Entschuldigung. Throwing Knife, Healing Supplies. Dankeschön. So, hier komme ich nicht mehr durch, oder? Doch. Nee. Zugeschlossen. Ja, da liegt da noch was. Der eine hätte für eine Zigarette getötet und hier liegt jetzt literally eine drin. Sehr sad für ihn. Trying to reach you. Oh, were you? You promised. Promised that you wouldn't take the risk. Well, people change their minds, Aiden. Get used to it. Those assholes are on my kill list. Number one with a crossbow bolt. So, now I'm going after them. Are you in or out? Hm, machen wir es zusammen. So. Lawan war immer die Einzige, die... der ich hier wirklich trauen würde. Shouldn't we find the colonel before lowering the bulkheads? Lawan? Warum sage ich Dinge eigentlich? Sorry. I don't want to lose any more friends. This is between me and them now, Aiden. Hab ich denn irgendwann mal was gesagt? Ich meine, sie will unser Gutes. You're making a huge mistake. Answer me. Come on, please, Lawan. This is suicide, Lawan. Let me help you. Es war ja kein richtiger Verrat, sag ich mal. Sie wollte uns ja eigentlich nur das Leben retten, weißt du? Lawan, wait. And you're Aiden, I presume. Nice to finally meet you. Stay out of this, Aiden. As you can see, we're having a sort of standoff. Call off your man, Williams. Why? So that you can kill me? Trust me, you don't want to kill me. If you do, you'll never stop the next missile strike. Shut up, asshole. Wait, what are you talking about? Let my wife go and I'll explain everything. I won't leave you here. Lawan? What's this next missile strike you're talking about? The failsafe protocol I stopped years ago has been reactivated. What the hell does that mean? It means bombs being dropped on our heads to destroy the contamination zone, like in other cities.
It's not over yet. Bullshit! Lower the bulkheads and let Jack in. You think Villador survived accidentally? Kill me and you'll never stop the attack, Aiden. Ich hab gesagt. Ha ha ha. Ach, wisst ihr was? Wir haben eigentlich den ganzen Run schon viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich gehe mit Lawan. So. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, ne? Nö, ich dodge gar nicht. Ich fress einfach. Ich tank's fürs Team wie in Minecraft Dungeons. Oder ich dodge doch. So, Kopf kaputt. Ja, ja, mach doch. Ich komm für euch. Ah, shit, das war zu langsam. Ich hätte vielleicht doch das Bessere. Selbst jetzt bin ich noch an dem Punkt am Ende vom Spiel, wo ich denke, naja, das. Wer weiß, wann ich nochmal ein bisschen stärkere Medizin brauche. Nicht doch lieber das Kleinere. Find's aber interessant, wie groß die Reichweite von den Leuten ist. Warte mal. Muss mal kurz hier ins Inventar gehen und diese sinnlosen Münzen, die mir literally nichts bringen, weglegen. Hurry, Aiden. There's no time to lose. Und da sehen wir es, wer hier alles noch da ist. Würdest du vielleicht ein bisschen ruhiger sein. So. Sind die nächsten hier? Ja, er hat trotzdem noch angreift, obwohl ich ihm ja eigentlich eine reingehauen haben sollte. Hab ich's jetzt? Lawan. Lawan, are you okay? We need to let Jack and his men in. Hurry! Lower the bulkheads, Aiden. Ah, sieht nur ganz frisch aus. Go! It's our only chance. Sieht auch alles noch tippitoppi aus. Lawan, something's not right. Where's that shit? Get out here! Coward! Ach. He's the pilgrim. Sieht echt nicht gefährlich aus. Bastard. Beg for your life. I said, on your knees. So, ich würde sagen, wir gehen das mal auf die Minions. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum ich über die drüber springen sollte. Wie der halt aus einem Meter vorbei wirft. Coole Plasma. Tschüss. Und er hat eine Winterjacke dabei. Das ist aber gar nicht mehr so schlecht eigentlich.
Also, es ist kalt draußen, Leute. Zieht eure Winterjacken an. This should work. Now, time to let Jack and his men in. Es ist immer gut, wenn solche riesigen Sachen sich einfach nur lösen lassen, indem man da einfach nur ein einziges Kabel reinsteckt. Laban, sieht immer noch tippitoppi aus. Turnen wir es mal on. Lower the bulkheads. Let's do it. Möglicherweise haben wir keine gute Entscheidung getroffen, aber wir reden erstmal mit Laban. Ich hoffe, ihr geht's noch gut. Laban. You all right? I heard something, Aiden. From that direction. You know, it could have been the butcher. I heard his voice. He's trying to escape. We gotta get him. The one. Stop. You're bleeding. Please. I've had worse hangovers. Just stay put. I'll find Williams. Okay. Just kill him this time. And give him my regards just before you do it. Machen wir. Machen wir doch. Brauchen wir Licht. Wir mehr Licht haben! Ich hoffe, ich bin richtig. I don't think so. Ich hab's geschafft, mich zu verlaufen, obwohl ich schon einen Marker habe. Oh. Das ist insane. Mach mal die Tür auf. Guck, wer da ist. Anyone here? Stay the fuck away from me. Don't move. You hear me? Put that down. Now. Where's Williams? I don't know. Not here, I swear. What is this place? That psychopath, Waltz. Waltz. Are these his quarters? Look, just calm down and tell me. Yes, but I've never been here. I don't know anything. That's not the safest place to hide. Go. Find somewhere else. If anyone asks, we never met. Thank you. We're in the stronghold. My men saw Williams running away with a handful of renegades. He was working on something quick, here. Come outside. Ja, meine Güte. I'm coming. Wie wärst du mal, wenn du mich nicht so hetzt? Ist ja nicht mehr zu aushalten hier. Komm schnell raus, du hast irgendwas gemacht. Komm nur schnell mal raus. Beeil dich und so weiter. Ja, wir sind hier auf dem Weg. Wir können aber auch nicht. Können hier nicht zaubern. Ah, warum winkt die Lampe nicht mehr? Hallo? Hallo, Jack. I wish bizarre folks would talk to us more. This feud is silly. We all want peace.
So, Jack. Ist noch eine Händlerin. Noch ein neuerer Bogen, aber es ist ja nicht so, als hätte ich den in irgendeiner Form benutzt. Also, danke für gar nichts. Ich habe auch genügend Platz. Nö, dann lasse ich. Hallo, Jack. Seht ihr das, Aiden? Als das Wasser receded, es uncovered ein ganzes Distrikt. Der Butcher nahm die Männer und fled towards that hill. I sent my men after him, but I might not be able to manage on their own. I'll send you their coordinates. I'll find him. He fled toward the west side of the unflooded area. Ich kann mich nicht mehr heilen. Doch, jetzt kann ich. Muss ich denn hin? Darüber? Bin echt gespannt, was ich hier finde. Ah, ein Inhibitor-Container. Na dann. Bin mir sicherlich auch irgendwo ein Zombie, der ein bisschen gefährlich sein könnte. Scheinen alles die gleichen zu sein, ne? Oha. Kommt ihr hier hoch? Ah ne, die bespucken mich nur, alles gut. Oh! Explosive! Das ist ja natürlich gefährlich. Tschüss! Schnelle Explosive. Wir haben es schon mal nicht geschafft. Ups! Naja gut, ich hätte vielleicht nie noch ein zweites Mal da rangehen müssen, ne? Sind wir nicht? Nee, kann nicht. Kyra, I'm in this radio station. Any tips on where to look for the bodies? I'm sorry. It was so terrible I brushed it out of my memory. One moment. There. It's the last thing I was able to record. Generators activated. Only got the antenna left. Cool. Listen, Brasco. I know Sierra's death hit you hard. I just want you to know. Was ist das jetzt eigentlich? Brasco! Did you trip on something? Man, you didn't fall into that fucking pit, did you? Dodge this! Who the fuck are you? I told him to be careful. Didn't even have time to thank him for activating the generators. Or... Oh!
Okay, ich habe mich hier in eine blöde Position gebracht. Aber Wutrud kann sie natürlich daraus befreien. Natürlich kann das Wildrot. Gute alte Wildrot. Ich weiß, ich vermute mal, dass es eine Nebenquest war, aber ich weiß trotzdem nicht, welche das denn hätte sein können. Öffnen das mal. Was haben wir hier? Schuhe. Das war's. Nur für Schuhe bin ich hier reingekommen. Na gut. Then so be it. Wo muss ich denn hin? Hier die Fahrstühle? Ja. Eigentlich funktionieren die noch. Vermute ich mal. Oder? Klingt so. Yes. Level 1. Und was drückt er? Die 8. Und rein da. Wirklich? Das ist das Einzige? Deshalb bin ich jetzt hier hoch? Am Ende befindet er sich doch gar nicht mal hier. Oder was ist der Sinn gewesen? Ach, ich muss hier vermutlich rein. Ah ja, da wo sich die Gegner befinden im Zweifel. Was ich nicht verstehe, warum die Blastmod so lang braucht. Oh, so. Da habe ich die vorhin eingesetzt. Ja. Weich doch halt mal irgendwann aus. Danke. Von wo bin ich denn gekommen? Von hier? Ich weiß es nicht. Die Antenne mache ich jetzt mal nicht. So, ich vermute, ich muss trotzdem hier rein. Runter. Ja, schaffst du schon. Ja, da sind auf jeden Fall Gegner, das ist gut. Ach so, Zombies. Ah nö, kann ich durch, ne? Das funktioniert aber halt auch nur dann, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Habe ich jetzt einfach nur die Tür hier aufgemacht. Ich habe das Gefühl, gut, das mache ich anders.
Oh Gott, wo hat's mich denn... Nee, oder? Das hat mich hier oben. Hier oben. Ich kann die ganzen... Okay. Wisst ihr was? So, das reicht. Ich denke mal, das wird dann doch die nächste Folge. Also, das wäre dann sowieso. Also, das Spiel beenden werde ich heute definitiv nicht. Ich vermute mal auch nicht die nächste Folge. Ich denke mal, auch das wird sich ein bisschen ziehen. Denn wir befinden uns ja immer noch quasi in der, soweit ich weiß, vorletzten Quest in diesem Spiel. Und genau, ich werde den Teil auf jeden Fall in der nächsten Folge nachholen. Der Speicherpunkt hat mich gerade ein bisschen aus dem Spiel genommen. Quite literally in dem Moment. Es werden auf jeden Fall nicht mehr viele Folgen werden. Das ist eine der letzten Folgen von Dying Light 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel oder Spaß bis hierhin. Und ich hoffe, ihr bleibt auch für das Ende des Spiels in der nächsten oder den nächsten Folgen dabei. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.